Wieder einmal stand die Ausrichtung der Kerwe in Essingen an. Und wieder einmal stand schon lange vorher die Frage im Raum, was machen wir zur Eröffnung? Der Gedanke, einen Umzug zu veranstalten, wurde schnell mangels möglicher Teilnehmer verworfen. Aber nach einigem Hin und Her kamen die Kerwe-Organisatoren auf die glorreiche Idee, eine Kerwe-Olympiade um die goldene Bohnenstange zu veranstalten. Jeder Essinger weiß, wer mit Bohnenstange gemeint ist. Und wer ahnungslos durch die Lande stapft, möge sich den zweiten Teil des Kerwe-Films 2016 anschauen. Ein absoluter Lehrfilm. Aber an den Anfang haben die Götter des Olymps die Eröffnung der Kerwe gesetzt. Und diese Eröffnung fing in diesem Jahr sozusagen schon vor der Eröffnung an. Denn die Kinder der Grundschule Essingen marschierten in einem Sternenlauf durch die Gemeinde, um möglichst viele Gäste zur Kerwe einzusammeln. Und nachdem die Kinder ihre Aufgabe bravourös erledigt hatten, kam die nächste Aufgabe der Götter. Das Ausgraben der Kerwe, die Eröffnung durch die Ortsbürgermeisterin Susanne Volz und das Grußwort des Verbandsbürgermeisters Axel Wasil. Die Weinprinzessin ließ sich auch dieses Jahr wieder nicht blicken. Gut bezeugten Gerüchten nach hält sie sich zu Studienzwecken im Ausland auf. Nun, eines Tages wird sie wieder hier in Essingen auftauchen. Vielleicht ist das Ziel ja auch etwas weiter entfernt oder die Studienzwecke dauern halt etwas länger. Aber nun zur Eröffnung. Schließlich sind die Leute ja durstig. Gut, nachdem die ersten bedenklichen Anzeichen eines aufkommenden, fürchterlichen Durstes gerade noch rechtzeitig durch ausgeklügelte Ersthilfemaßnahmen behoben werden konnten, zeigen wir Ihnen die Kleinsten der Kleinen bei ihrer ganz persönlichen Olympiade. Und jetzt wird unser Altmeister der ankündigenden Sumpf, man munkelt, er stamme von den Herolden des Mittelalters ab, die Kerwe-Olympiade ankündigen und eröffnen. Manfred Simon, genannt Simon. Doch zuvor erleben wir Simons unvergleichliche Methoden, die Mann- bzw. Frauschaften herbeizurufen und aufzustellen, damit gefälligst geordnet und nach Vorschrift gespuckt werden kann.
Offenbar herrscht eine gewisse Verwirrtheit über die Teilnahme. Auch die Jugendlichen vom Jugendtreff rücken mit leicht verwirrtem Gesichtsausdruck zum Wettkampf an. Einige haben jedoch deutlich andere Interessen, als nach kleinen Kirschkernen zu gucken. Und hier kommt der Meister aller biologisch angebauten Kirschkerne, Eggy. Hier erleben Sie die Girls Group in Action. Und Schmackes! Oh oh, unser zweiter Beigeordneter Frank Jaran wurde abgeschossen. Hoffentlich ist er noch dienstfähig. Und schon wieder stand einer der Burschen im Weg. Oh oh, ich sehe dunkle Wolken am Horizont. Und so trat ein Kirschkern-Weitspucker nach dem anderen an und zum Schluss bestimmte in jeder Gruppe der letzte Kirschkern den erreichten Platz. Sehen Sie nach den lustigsten Spuckern die nächsten Aufgaben der Essinger Olympischen Disziplinen. Erleben Sie nun unsere staatlich geprüften und international erfahrenen Becherhoch- und Tiefstapler. Zuerst natürlich der Meister aller Klassen, Simon. Er zeigt uns, wie es geht, beziehungsweise wie es gehen könnte, wenn da nicht der Teufel im Detail läge. Hier kann man durchaus sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Robin Wildner, der Chef des Jugendcenters, war nachsichtig und hat die Jungs gewinnen lassen. Und hier kann man nur sagen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich habe mich nicht mehr.
Ja, das müssen wir machen jetzt, so, dringend. N1. Wunderbar, Anto. Guten Morgen. Hier noch das. Klasse, super. Sogar mit Körbchen kannst du was mitnehmen, war unterwegs. Ja, mit. Wir fahren hier noch ein bisschen vorwärts fahren. Fahren wir denn die Kappe ab, du? Ja, schon. Und schon folgt die nächste Disziplin. Einfaches Getränkekisten stapeln. Aber Simon, was machst du denn da? Kisten stapelt man noch senkrecht. So viel Kiste waagrecht stapeln ist möglich. Ach so, wenn es waagrecht ist, ist es nicht so einfach. Na gut. Und wieder führt es der Meister aller Klassen vor. Na bitte. War doch gar nicht so schwer. Also, ran an die Kisten. Mädels, Edo, Pool, Jugendrecht 2, 1, Publikum. Und dann noch einmal selber. Offenbar ist die Wettkampfleitung in Berlin anderer Meinung. Aber man kann ja über alles reden. Drei Kandidaten treten an, um die Kisten ordentlich waagrecht zu stapeln. Eine junge Dame, ein Jugendlicher und ein schon etwas älterer Jugendlicher. Und wie man sieht, ist es gar nicht so einfach. Die junge Dame beherrscht nicht nur exzellentes Singen, sondern auch das waagrechte Kistenstapeln in vollendeter Form. Das heißt, sie darf Essingen bei den sehr alternativen Olympischen Spielen vertreten. Bravo! Bei den Jugendlichen klappt es dieses Mal leider nicht ganz so gut, aber sie haben ja noch Zeit. Doch jetzt kommt Raimund, der ehemalige stellvertretende Wehrführer der Essinger Feuerwehr, und er zeigt den Jungs mal, wie man mit Kisten umgeht. Doch als er 8 Stück gestapelt hat, zeigt er auch, wie man wieder aufhört. Recht so, man hat ja schließlich auch noch so etwas wie Durst. Bei diesem Seilziehen kommt es nicht unbedingt auf die Kraft an, sondern auf Geschicklichkeit und auf den Gleichgewichtssinn. Denn so ganz nebenbei muss man auf Kisten stehen und dabei auch noch Haltung bewahren. Urteilen Sie selbst. Hier sehen wir nun den ultimativen Kampf der Essinger Gladiatoren. Die Stelzenhopser gegen die gefährlichen Wasserbombenschmeißer. Wer wird diesen Kampf überleben und wer wird siegen? Oh oh, und schon haben wir das erste Opfer. Aber nichts ist passiert, alles in Ordnung. Und nun die nächsten drei, die gegen die gefürchteten Wasserbombenwerfer antreten. So,
Wer wird diesmal gewinnen? Wer wird das Opfer? Und wieder sehen wir eine junge Dame, wie sie mit List und Power der gefährlichen Phalanx der Wasserbombenwerfer trotzt und das Ziel erreicht. Bravo, bravo, bravo. Und nun kommen wir zum Schluss mit der Siegerehrung der tapfersten und geschicktesten Essinger. Das Publikum den dritten Platz, die bronzene Bohnenstange, Bernhard Kessler. Schiebe, wir werden zu dir. Und Sie? Haben wir Sie vergessen? Nein, denn wer war schon da, bevor die Kerbe eröffnet wurde? Und was war auch dieses Jahr dein erster Weg auf der Kerbe? Und wer stillte deinen ersten Hunger, bevor du überhaupt wusstest, dass du hungrig warst? Richtig, die Landfrauen mit ihrer unvergleichlichen, herrlich duftenden und absolut wohlschmeckenden Kerbebratwurst. Tja, leider sind sie erst wieder nächstes Jahr da. Übel, übel, übel.